Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Final Fantasy 15. Nachdem wir das letzte Mal hier diesen Mega-Abfuckkampf des Todes hatten, wollen wir doch mal schauen, was die Kollegen hier noch beschützen, denn das hier war vorher nicht so. Und, naja, ich meine, ich bin ja neugierig. Ich meine, ich weiß gar nicht, habe ich jetzt hier schon alles durchgeschaut? Es war zumindest schon mal epische Kampfmusik, also scheint es schon mal gar nicht mal so ein einfacher Kampf zu werden, eventuell. Nachdem wir ja gerade eben schon so einen mega harten Kampf hatten, wo wir ganz schön kassiert haben, auf gut Deutsch. Habe ich eigentlich noch die richtige Waffe ausgerüstet? Ja, das zumindest. Das nicht unbedingt. Allerdings habe ich jetzt auch nicht unbedingt die besten Waffen. Das muss man dazu sagen. Die sind ja meistens gegen Maschinen schwach, aber... Huch, nee, du greifst falsch an, Noctis, aber ist okay. Warte mal, haben wir jetzt hier noch irgendwelche... Ah, nee. Den da meine ich zum Beispiel. Muss mal kurz weg, Mom. Helfen wir dem Kollegen mal kurz. Prompto, du musst irgendwann mal ausweichen. Meine Güte. Okay. Nehmen wir den anderen. Wenn der gerade nicht mit mir reden möchte. Huch, wo ist der? Wo der? Hä? Was ist denn da passiert? Lalilalila, didu dutti da. So, warte mal kurz. Warte mal kurz. Und bitteschön. So, da wäre der schon mal weg und der ebenso. Easy peasy. Was man an XP bekommt für Kämpfe, ist echt... Ja, das ist eigentlich schon feierlich, ne? Man sagt ja immer, es ist nicht feierlich, aber doch, das ist eigentlich schon doch recht feierlich. Guck mal, hier liegt noch was. Ein Magitek... Oh, ein zweites Magitek-Schutzschild. Na, dann haben sich die Kämpfe natürlich schon fast gelohnt wieder. Denn, ja, eins davon ist schon recht stark, muss man schon sagen. Gucken wir mal kurz hier. Das wird sich jetzt wahrscheinlich für Prompto lohnen. Weil das Fechterknöchelband ist ja eigentlich... Genau, für Vitalität. Und das macht das Ding nämlich auch. Ne? 60 und Dingensens teilt. So, 4200. Hat damit jetzt relativ gut wieder mal aufgeholt vom Leben her. Können wir mal kurz gucken. Und mal. Vitalitätmäßig liegt da jetzt 100 über... Ignis. Okay. Also Prompto ist endlich mal auf einem normalen Stand von der Stärke her jetzt. Nicht schlecht. Ich will da rein. Oh. Okay, nett. Also man musste an diesen beiden großen... Na, wobei der eigentlich war bloß der Kampf hier vorne die Schwierigkeit. Der zweite war schon wieder lächerlich. Im Vergleich dazu. Man hätte vielleicht dem hier ausweichen können. Gut, dann machen wir erstmal weiter mit der Mission, die wir eigentlich machen wollen. Nämlich, es ist ja ist mal Gott sei Dank Tag. Das heißt, wir gehen dahin. Ausgang von der Basis. Ausgang, Ausgang, Ausgang. Nach links ein Stückel, also da lang. Man kann ja zum Glück ziemlich gut abkürzen durch das Warpen, ne? Wenn dann doch mal das Ganze ein bisschen eng wird hier, dann einfach kurz einen Punktwarp machen. In der Basis ist es ja meistens überall und sofort möglich. Huch. Sagte er und auf einmal war nirgendwo mal ein Punktwarp. Nicht mal hier irgendwie. Okay, ah, warte mal. So. Bin ich richtig gelaufen? Oh ne, falsche Seite. So. Es ist ja schon wieder diese lustige Galdien-Kai-Musik. Was soll das? Hab ich denn mal kurz einen Punktwarp am Ausgang? Ne, hab ich nicht. Okay, dann müssen wir kurz dahin laufen. Kann ich eigentlich auch mit dem Chocobo machen. Aber immerhin haben wir schon das nächste, ne? Wir haben jetzt schon das nächste Teil für unser Upgrade, das wir irgendwann wohl mal bekommen werden. Eventuell. So ist das, wenn man fleißig ist, meine Freunde. So ist das. Dann hat man alles vorbereitet.
So. Ja, interessant. Nochmal bitte. Ah ja. Ich dachte schon, das sind ja Assassinen, aber... Und nochmal. Und... Mache ich das jetzt? Ach komm. Nein, 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 du greifst den Falschen an. So, bitteschön. Die wehren sich halt nicht mehr wirklich. Das ist halt der Witz an diesen Gegnern. So, jetzt können wir hoffentlich. So, da war's bloß noch eine. Naja, fast. Okay, dann auf zur Regalia, damit wir auch zur letzten Basis noch können. Wird ja auch Zeit. Hat echt lange gedauert, diese Mission. Gut, wir wurden jetzt auch aufgehalten durch den neuen Basenbruch. Hui, zack. Und dann fahren wir bitte... Aufgabenziel? Nee. Aufgabe. Und zwar bitte... Wo haben wir's? Müssen wir auch noch machen. Lang, lang ist es her. Dann würde ich aber sagen, wir machen ein automatisches Fahren. Und zwar suchen wir uns einfach den nächsten möglichen Platz aus. Ja. Dass wir da direkt hinreisen können. Ich überlege gerade, ob ich hier schon mal war und schon mal eingekauft habe. Das ist ja, glaube ich, eher so ein Ort, wo man dran vorbeifährt. Aber eigentlich war es doof, ne? Weil diese Basenbrüche werden, glaube ich, immer getriggert, wenn man irgendwo in einer bestimmten Richtung fährt. Das heißt, wenn ich da jetzt hinlaufe, kann es also gut sein. Aber nee, ich bin da schon mal hingefahren. Dann scheint das in Duskar entweder eine spätere zu sein oder man musste vorher erst die eben gerade gemachte erledigen. Das kann natürlich auch sein, dass das in Reihenfolge ist. Das sind halt so Sachen, die weiß man einfach nicht mit dem Blind LP, ne? Oder allgemein, wenn man so ein Spiel das erste Mal spielt. Die wüsste man gerne, die weiß man aber nicht. So ist das im Leben. Okay. Oh, diese Kämpfe, ne? In der letzten Folge, die waren echt... Diese eine, das war echt übel. Da bin ich auch ganz froh, dass ich was Gutes bekomme aber dafür, weil... Boah. Das wäre nicht feierlich gewesen, wenn da jetzt nix gewesen wäre. Das war so richtig drollololol. Aber wie gesagt, ich vermute fast, man hätte den Kämpfen ausweichen können. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich bin da ja so reingeprescht, weil ich mir so dachte, naja, was soll schon kommen, ne? Hast du ja übel starke Gegner schon hinter dir gebracht, aber irgendwie... Der Küstenmarktturm war halt schon schwer, aber es gibt immer noch schwere Gegner außerhalb davon. Hätte ich nicht so gedacht. So, jetzt haben wir schon wieder abends. Okay, dann ganz schnell hin und hoffentlich schaffen wir das noch. Achso, die Mission ist ausgewählt, ne? Ja. So. Achso. Ach. Hoffentlich komme ich hier irgendwo durch. Durch das ganze Dickicht. Hoffentlich komme ich noch rechtzeitig an. Ich habe keinen Bock, wieder eine Nacht zu warten. Oh, sag bitte nicht, ich muss da, warte mal. Doch, ich muss die Straße nach oben. Gut, ist immer schön, wenn man so durch Büsche durchreitet. Man sieht halt nichts.
Man sieht halt wirklich Baum. Im wahrsten Sinne des Wortes sieht man einfach nur noch Baum. Ich wüsste immer noch gerne eigentlich, was mein Chocobo auf Stufe 9 gelernt hat. Habe ich ja gar nicht nachgeschaut. Ach halt. Weil haben wir die ja schon mal besiegt, ne? Ist das euer Ernst? Muss ich nochmal besiegen? Na gut. Das letzte Mal war das gleiche. Dann haben wir die besiegt und dann war es nämlich Nacht. So, warte mal kurz und... Nee, warte mal kurz. Und Zyklon. Und den Rest räumen wir, glaube ich, mal so auf. Zack. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Oh. So, jetzt bitte. Gott sei Dank. Gut. Dann können wir ja jetzt... Ach, Chocobo ist ja irgendwo im Nirgendwo. Na, egal. Komm zu mir, Chocobo. Und dann gehen wir erstmal zurück zu Regalia, um uns da nochmal kurz das Städtchen anzuschauen. Siehst du, kann ich hier... Ja, man kann zufälligerweise nicht hier drauf gleiten. Wo sonst der Chocobo relativ weit gleitet, gleitet er hier bloß 3 Meter. Wobei, das fast so aussieht, als könnte man da hochkommen eigentlich, ne? Ach, man kommt auch da hoch. Man kann hier oben langlaufen. Liegt hier oben was drauf? Das ist natürlich interessant. Weil Chocobos waren schon immer sehr beliebt dafür, die irgendwie einzubauen, dass man irgendwo hinkommt, wo man sonst nicht hinkommt. Puh. Zum Beispiel eben auf sowas. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich sag's euch, ich wusste es. Okay, es ist noch ein Mega-Phoenix, aber ich wusste es, dass hier oben irgendwas liegt. Das könnte jetzt auf jeder dieser Säulen sein. Oder wie auch immer man das nennen möchte. Auf der rechts theoretisch ja auch nochmal, ne? Nur ist die Frage, ob man da überhaupt so einfach draufkommt da drüben. Weil hier ging das jetzt relativ einfach, aber da drüben, das sieht noch ein bisschen zerklüfteter aus. Da kann es sein, dass man tatsächlich ein Sprung-Upgrade oder sowas braucht. Mindestens. Oder ein Stufe 10 Chocobo und ein Sprung-Upgrade. Oder auch nichts von all dem, weil man da gar nicht hochkommen kann. Ah. Ja, Ignis, du stehst richtig geil. Weiß nicht. Jetzt spring doch mal da drauf. Ich war da schon drauf. Ja, super. Auf diesen Berg kommt man nicht drauf, ne? Es wird zu steil sein. Ja, na, obwohl... Aber es ist zu weit, oder? Oh, jetzt habe ich R2 gedrückt. Ups. Nochmal. Nehmen wir uns mal kurz die Zeit, um sowas auszuprobieren. So, und jetzt müsste ich ja irgendwie... Nee, der gleitet nicht weit genug. Und wenn, dann würde man hier hochkommen. Oh, kommt man auch. Gut. So, und jetzt. Und jetzt. Bin ich oben drauf. Okay. Ging leichter, als ich dachte. Man musste einfach nur ein bisschen Kreisbutton mäschen. Und dann war man oben. Wobei das hier, wie gesagt, alles ein bisschen zerklüfteter ist. Da sieht man es nicht so gut. Aber nö, man kommt ohne Probleme hier oben drauf. War da was? Nee.
Für einen kurzen Moment war da irgendwie so ein heller Punkt, aber das war, glaube ich, einfach nur ein Textur-Dingens. Aber schöne Aussicht hier oben. Sind doch recht schick. Schade, dass ich hier in der Nacht oben bin. Jetzt werde ich jetzt mal ein Foto machen. Aber hier liegt auch noch was, siehst du? Es lohnt sich immer. Styling-Creme. Tada! Und was macht das? Garantiert perfekten Halt der Haare, selbst wenn mal etwas, wenn es mal etwas feuchter wird. Ja. Okay. Wieder etwas, wo ich sagen kann, habe ich selbst entdeckt. Edge Badge. Gut. Aber ich glaube, bei dem letzten da drüben werden wir fast kein Glück haben. Aber es ist cool, dass die Musik leiser wird, ne? Wenn man kurz stehen bleibt. Ich frage mich gerade. Warte mal, wo geht denn der dritte lang? Ach ne, der zweite kommt von hier unten. Ah, der dritte ist das da direkt. Ich glaube jetzt nicht, dass hier noch was ist. Ich werde trotzdem mal kurz schauen. Ne, jetzt weiß ich gar nicht, wo ich zuerst drauf war. War ich da zuerst drauf? Ah, das sieht am einfachsten aus eigentlich. Der da rechts. Hier ist auf jeden Fall nichts mehr, das ist klar. Aber gut zu wissen, dass man da hier wirklich hochkommt und da sogar noch was findet. Das ist schön, dass sie da mitgedacht haben, weil man kommt da halt wirklich nur mit dem Chocobo drauf. Und wahrscheinlich auch nur mit dem Chocobo, der doch, naja, etwas weiter gelevelt ist. Da könnte ich mir vorstellen, dass es auch noch Stellen gibt, wo man wirklich nur mit einem Chocobo hochkommt, der dieses Sprungkraut gegessen hat. Kann ich mir zumindest wirklich vorstellen. Na? Will er nicht? Also jetzt auf das flache Ding komme ich nicht drauf, aber auf die großen schon oder was? Ah, doch. Ich wollte schon sagen. Jetzt bin ich mir nur nicht mal sicher, auf welchem ich drauf war und auf welchem nicht. War ich auf dem oder war ich auf dem anderen drauf? Die sehen alle so gleich aus. Das ist eine gute Frage, ne? War ich auf dem flachen? Ich verschwende wieder unheimlich viel Zeit, ich weiß, aber es ist gerade einfach interessant, dass man hier hochkommt. Hätte ich ursprünglich gar nicht so gedacht. Ich dachte, das ist einfach nur Deko. Da war was. Entschuldigung fürs ins Mikrofon fast schon reinschreien. Ein Platinbarren hat man, glaube ich, bisher auch noch nicht. Okay, dann haben wir jetzt soweit alles. Ich hoffe mal, dass das letzte war. Und dann würde ich sagen, wir gleiten mal einfach herunter. Dann würde ich, wenn wir schon mal hier oben sind. Guck mal, auf so ein Dach drauf. Das ist ja eigentlich mal cool. Nein, zu schneller Höhenverlust, zu schneller Höhenverlust und puff. Naja, war ein Versuch wert. Ich habe hier eindeutig noch nicht genug erkundet an der Stelle. Ich glaube, hier fährt man immer durch, aber irgendwie, ne, weil hier liegt was und da liegt was. Ein Kraftex, okay. Da liegt auch noch was. Bin ich überhaupt schon... Ich glaube, ich muss ja mal in den Shop gucken, weil ich glaube, ich habe ihn noch nie angehalten. Hier liegen jetzt 4 Items in diesem blöden Raum. Titanreif, ja. War eigentlich noch was relativ Gutes. Kommt man da drüben rein? Nee, ne? Na, egal. Dann machen wir Licht. Nein. Ich mag kein Licht. Gibt's überhaupt einen Shop? Sieht fast gar nicht so aus, ne? Naja, holen wir uns erstmal kurz eine Belohnung ab. Schönen guten Abend. Okay, das ist creepy. Bekommen wir erstmal von der Unheimlich-Mission noch die Runenohrringe und Mittelgill. Oh Gott, wir brauchen immer noch 24 Punkte für nächsten Jagdrang, ey. Das war's, okay. Nichts Besonderes. Und hast du noch irgendwelche Jagden auf Lager? Guck mal, ja, haben wir sogar schon eine gemacht. Hä, die haben wir von hier? Echt? Okay. Der Trümmerfeind, Stufe 66. Ah, Jabberwock, das zweite Mal. Oh, 24.000 bringt er nochmal an Geld. Puh, aber ich lehne dankend ab. Wir machen eher dann erstmal sowas hier.
Fangen dann Trümmerfeinds an. Interessant. Naja. Was wollten wir jetzt eigentlich noch machen so? Was müssen wir denn noch machen? Das ist eine gute Frage. Ich möchte mal kurz noch das hier erkunden. Weil bei diesen Wohngebäuden... Oh, Noctis ist zu klein? Nee, okay. Da konnte man doch hochgehen und da war da auch schon mal so eine Sania-Mission. Aber findet man hier vielleicht noch ein Item? Natürlich findet man hier noch ein Item. Riechsalz. Da ist er bestimmt auch noch mal da drüben. Und Hep. Oh, Hep geht nicht. Möchte nicht springen. Okay. Ja, hallo Wand. Oh, da liegt auch noch was. Sagt euch, ich habe diesen Ort noch überhaupt nicht erkundet. Ach, zweietagig. War das bei der anderen? Nee, bei der anderen war es nicht so, ne? Können wir mal kurz gucken. Nee, beim zweiten, bei dem anderen hört es auf. Und hier geht's noch hoch. Ah, hallo, Kladi. Okay. Ah, hier kommen wir tatsächlich aufs Dach. Ach, guck. Ach. Dieses Trollspiel. Gedenkmünze. Ah, guck an. Uki. Oh, hier gibt's auch nochmal so ein Haus. Oh Gott, hier warst du echt nicht fertig in dem Spiel. Ja, natürlich. Ein Gegengift. Naja, gut. Das Ding ist halt, ich dachte immer so, man hat eh genug Items irgendwann, aber ihr habt ja gesehen in den Dungeons und in den schweren Kämpfen, sag ich mal, dass die sind so schnell weg. Das ist unfassbar. Gut. Wo sind wir denn jetzt eigentlich, wo sind wir denn eigentlich jetzt so dran? Erstmal das hier. Das ist ja relativ in der Nähe, das werden wir noch machen auf jeden Fall. Die müssen wir nur noch zurückgeben. Bla bla bla. Übernachten, das machen wir dann irgendwann mal nebenbei, das ist kein Problem. Ja, dann werden wir die am Anfang der nächsten Folge machen und fahren dann zurück nach Les Talum, würde ich behaupten. Was wir mit der Mission machen, weiß ich auch noch nicht. Puh, keine Ahnung, müssen wir mal, das erscheint mir halt als sehr anstrengende Quest, besonders wenn es da eine Schleife dafür gibt. Da gehe ich mal davon aus, dass das nicht mal eben so ganz schnell auf die Schnelle fünf solche Dinge aufheben ist, sondern mehr. Viel, viel mehr. Vor allem sind diese Endquests immer ohne Questmarker, was eigentlich ganz cool ist, weil der Rest davor ist ja Pillepalle, ne? Das müssen wir auch noch machen, okay. Ach, haben wir ja schon gemacht, müssen wir bloß zurückgeben, stimmt, da war ja was. Gut, Freunde, also, beim nächsten Mal machen wir weiter und dementsprechend verabschiede ich mich mal wieder in die nächste Folge. Macht's gut, bis dahin und tschüss!